Es ist Freitag und zum Start ins Wochenende präsentieren wir euch die wichtigsten News. Hallo und herzlich willkommen bei Lausitz TV. Die Stadtwerke Cottbus erneuern die Fernwärmeleitungen. Dafür wird die Virchowstraße ab dem 27. Mai komplett gesperrt. Mitte September soll dieser Bauabschnitt abgeschlossen sein, dann ist die Virchowstraße auch wieder befahrbar. Die Arbeiten werden aber noch bis Dezember in den angrenzenden Straßen fortgesetzt. In einzelnen Bauabschnitten sind dann die Louis-Breich-Straße, die Hubertstraße und die Annenstraße gesperrt. Das Bauvorhaben ist Teil der Fernwärmeerweiterung, die noch bis 2026 umgesetzt wird. Kommen wir zum nächsten Thema. Bei Energie Cottbus herrscht Aufstiegseuphorie. Doch so ganz ist die Meisterschaft noch nicht in trockenen Tüchern. Gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC muss am Sonntag mindestens ein Unentschieden her. Sonst könnte der Tabellenzweite Greifswald noch vorbeiziehen. Wir haben die Jungs beim Training besucht. Am Sonntag ist es soweit. Der FCE kann sich in Berlin mit dem Aufstieg in die dritte Liga belohnen. Bei wohl ziemlich jedem Cottbusser mischt sich daher aktuell Vorfreude mit Anspannung. So natürlich auch bei der Mannschaft um Trainer Pele Wollitz. Ja, heute Morgen, wo ich in die Kabine gekommen bin, war die Stimmung so, wie ich das oder wie sie eigentlich auch sein sollte. Ein gutes Miteinander, unserem großen Tisch gesessen, war ordentliche Musik, aber es war auch eine gewisse Entspanntheit da. Ich glaube, dass man auch ein Stück entspannt sein sollte, um dann am Sonntag alles rauszuschießen, was rauszuschießen ist. Hat man ja jetzt gerade gesehen, haben die Lebensgefährtin von unserem Athletiktrainer auch noch mal im Kreis geholt, haben uns noch mal bedankt für die Unterstützung 4 Jahre, die eine Fernbeziehung hatten, was nicht immer ganz so einfach ist. Und Schnicks war immer da, war immer für uns da. Und deswegen hat man das gesehen, dass wir auch eine Lebensgefährtin mitnehmen und sagen da Danke, weil Frauen dann gerade in so eine Zeit auch das eine oder andere zurückstehen müssen. Und von daher sieht man, dass die Mannschaft auch auf sowas Acht gibt und dass die Familie lebt. Im Fußball geht es nämlich doch häufig um deutlich mehr als ums bloße Tore schießen. Anlass zur Freude gab zudem auch der Wiedereinstieg von Axel Borgmann ins Mannschaftstraining. Auch wenn der Kapitän, genau wie Timmy Thiele, dem Team am Wochenende natürlich noch nicht zur Verfügung stehen wird. Ja, Thiele, ja, wie gesagt, ist ja gesperrt. Dann haben wir Borgmann, ist ja auch klar. Und bei Brettschneider und Schewakowski ist ein kleines Fragezeichen. Ich denke aber, dass wir das bis Sonntag hinkriegen, dass sie spielen können oder zumindest einsatzfähig sind. Bei Schewakowski ist ja schon seit Monaten bzw. seit Wochen, dass er ganz wenig trainiert, weil er immer Probleme hat mit dem Knie. Deswegen kommt er auch manchmal von der Bank. Dennoch ist es auch ein Spieler, der uns dann von der Bank extrem hohe Qualität gibt. Individuell gute 1-gegen-1 Geschichten, gute Steckpässe, auch das werden wir am Sonntag brauchen. Brauchen wird der FCE auch wieder seine fantastischen Fans. Beinahe 8000 davon werden in Berlin erwartet und das Auswärtsspiel somit unter Heimkulisse stattfinden lassen. Ein Umstand, der alle im Verein mit Stolz erfüllt. Ich glaube, das ist eine Bestätigung sowohl von den Fans als auch von dem Club, dass man gemeinsam was entwickelt hat, dass man gemeinsam Vertrauen geschaffen hat, dass man gemeinsam sich gegenseitig respektiert, dass man gegenseitig Anerkennung gibt. So geben wir das den Fans, weil es außergewöhnlich ist. Wir haben einen Schnitt in der Regionalliga weit über 8000. Ich weiß nicht, wie viele Trikots wir verkauft haben. Wahrscheinlich noch nie so viel wie in dieser Saison. Das sieht man. Das kauft man nur, wenn man Vertrauen hat. Und die Mannschaft gibt nur das dann, wenn man den Fans vertraut. Und von daher ist es endlich, oder nicht endlich, aber so, was ich mir immer gewünscht habe, eine Einheit, wo die ganze Region zusammenhält. Zumindest meine 99%, diesen 1%, den geben wir keine Möglichkeit mehr, um hier schlechte Stimmung zu verbreiten. Statt auf der Trainerbank wird sich aber auch der Coach selber das Spiel am Wochenende von der Tribüne aus ansehen müssen. Nach seiner 4. gelben Karte ist er gesperrt. Ansagen und Kontakt mit der Mannschaft sind ihm somit verwehrt. Ja, ich kann ja bis 30 Minuten vorher, darf ich das ja, ne? Und dann muss ich ja wieder ins Gefängnis, ne? Also gut, über das Thema möchte ich auch nicht mehr sprechen. Ich glaube, der diese Saison die 4 gelben Karten gesehen hat, weiß man, dass locker 2 man nie hätte geben dürfen. Einmal Coachingzone in Chemie Leipzig, obwohl es da gar keine gibt. Aber brauchen wir jetzt auch nicht zurückgucken.
Wir sind so im Staff uns immer einig. Also natürlich habe ich am Ende die letzte Möglichkeit oder die letzte Entscheidung kann ich dann immer treffen. Dennoch alle Entscheidungen, die da getroffen sind, das war immer eine Einheitsentscheidung. Vielleicht ist es sogar am Sonntag ganz gut, dass ich nicht an der Bank bin, um da nicht irgendwelchen Emotionen reinzubringen, wenn man das Gefühl hat, der Schiedsrichter könnte vielleicht auch die Entscheidung so oder so treffen. Ich bleib dabei, da sind wir nicht so im Vorteil, wie es dann vielleicht andere. Auch das zählt jetzt nicht mehr. Es zählt am Sonntag nur den letzten Schritt über die Linie bringen, endlich das erreichen, wofür wir hart gearbeitet haben. Und ich glaube, auch wenn man die letzten 3 Jahre sieht und speziell auch die letzten 2 Jahre, wäre das absolut berechtigt, wenn wir am Sonntag belohnt werden würden. Vor allem die letzten Heimspiele entwickelten sich beim FCE zu absoluten Krimis. Bis zur Nachspielzeit will die Mannschaft diesmal aber natürlich nicht mit der Entscheidung warten. So sieht's aus! Nee, am besten wäre es, wenn wir relativ früh ein Tor schießen würden, weil ich glaube, das wäre dann auch ein gutes Signal. Ich glaube, dass da zigtausende Leute sind, die uns am Sonntag unterstützen und sie kommen mit der gleichen Erwartung und mit dem gleichen Wunsch und mit dem gleichen Ziel nach Berlin, was wir auch haben. Am Sonntagmittag dann spätestens 15 Uhr, 15:15, keine Ahnung, wie lange dann gespielt wird, als Drittligist Berlin zu verlassen. Das wünscht sich nicht nur der Verein, sondern eine ganze Region. Und wir drücken natürlich die Daumen. Auf geht's, Jungs aus Cottbus. Schon krass, wie Trainer Pele Bollitz seine Mannschaft in dieser Saison geformt hat. Das dachte sich auch die Wirtschaftsregion und rückte ihn in der Kampagne Krasse Lausitz ins rechte Licht. Für Sie präsentieren wir Klaus-Dieter Wollitz als krassen Kopf und produzierten einen Film. Mein Name ist Klaus-Dieter Wollitz, geboren 19.07.1965 und bin in der Position bei FC Energie Cottbus Cheftrainer. Ursprünglich komme ich her aus Brake, Ostwestfalen, das ist bei Bielefeld, Paderborn, und die Lausitz habe ich mir ausgesucht, weil ich hier nochmal Trainer sein durfte, 2009, leider nach dem Abstieg. Dann nochmal 2016 und jetzt nochmal 21, und ich kann sagen, dass die Lausitz sich krass positiv entwickelt hat. Die Menschen sind offener geworden, es ist eine wunderschöne Stadt mit dem Spreewald, alles drum und dran, ist nur empfehlenswert. Ja, ich sehe mich als Botschafter dieser Stadt, auch in der Verantwortung als Cheftrainer von Energie Cottbus, und das aus tiefster Überzeugung, weil es hier ehrenwert ist, dass es hier wunderschön ist, unabhängig davon, dass es hier ein Theater gibt, unabhängig davon, dass es hier ein Branitzer Park gibt, unabhängig davon, dass es hier eine Altstadt gibt. Was in diese Stadt auch auszeichnet, ist extrem sauber, und sie hat sich in den letzten Jahren extrem krass entwickelt und ist einfach gemütlich, und vor allen Dingen ist sie überschaubar und ist nicht so groß. Und ich bin hier sehr, sehr gerne und bin noch lieber hier Cheftrainer bei Energie Cottbus. Und empfehle dann auch immer, wenn man es nicht glaubt, was ich denen erzähle, bitte hierher kommen. Ich würde dann auch sogar einen Stadtführer machen, beziehungsweise dementsprechend mich als Begleiter empfehlen, um dementsprechend das auch zu untermauern, dass es wirklich wunderschön ist. Die Europawahl rückt näher, und schon am 9. Juni ist es an der Zeit, die Stimme abzugeben. Das Mindestalter liegt zum ersten Mal bei 16 Jahren. Die Jugend ist also zum Mitmachen aufgefordert. Aber wer steht da überhaupt zur Wahl? Und was kann man im EU-Parlament erreichen? Diesen Fragen stellen sich erfahrene EU-Abgeordnete und Spitzenkandidaten verschiedener Parteien jetzt in einer Podiumsdiskussion. Die Veranstaltung findet nächste Woche Donnerstag im Stadthaus Cottbus statt. Los geht es um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Die Kapazitäten sind allerdings begrenzt. Von der Politik zum Karl-Thiem-Klinikum. Auch hier haben sich die Verantwortlichen den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Denn noch in diesem Jahr soll das Klinikum zur Uniklinik werden. Bei einem Bürgerdialog wurden offene Fragen beantwortet. Der City-Saal der Stadtwerke Cottbus wird zum OP-Saal. Operation, erster Bürgerdialog zur geplanten medizinischen Universität. Bürgerinnen und Bürger konnten sich gestern Abend bei informativen Vorträgen umfassend informieren und ihre Fragen direkt an die Verantwortlichen des Leuchtturmprojekts stellen. Der Aufbau der Universität verläuft exakt nach Plan.
Wir haben jetzt den letzten finalen Schritt noch vor uns. Wir brauchen die Zustimmung des Landtages in Brandenburg. Wir haben im April eine sehr positive Rückmeldung vom Wissenschaftsrat gegeben. Das war ja immer noch mal die entscheidende Stimme, die wichtig war, um dieses Projekt auch wirklich politisch umsetzen zu können. Und insofern waren wir gestern auch im Ausschuss, im Wissenschaftsausschuss des Landtages in Brandenburg, haben das Projekt nochmal vorgestellt, da sind alle angehört worden. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir im Juni im parlamentarischen Verfahren da die Mehrheit für das Unimedizingesetz haben und dann kann es ab 1.7. tatsächlich losgehen. Das Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus wird zukünftig vom Land Brandenburg übernommen, wie die Stadtverordneten am 20. Dezember 2023 beschlossen haben. Dieses Projekt in Zeiten des Strukturwandels ist ein wichtiger Schritt für die Stadt Cottbus und ihre Region. Da stellt sich die Frage, ob für dieses Megaprojekt überhaupt genug Platz auf dem Gelände des CTK ist. Richtig. Also immer entscheidende Frage. Kennen wir, glaube ich, von großen Uniklinika, verteilt über eine Riesenfläche und sogar in unterschiedlichen Stadtteilen. Wir haben Flächenbedarf von 32.000 Quadratmeter. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir diesen Flächenbedarf selbst auf dem Campus des CTKs noch ausreichend zur Verfügung haben. Das heißt, der Campus wird sich fundamental verändern. Wir haben derzeit 2.500 Mitarbeitende mit 1.200 Studierenden im Endausbau plus weiteren 1.200 Mitarbeitenden. Das heißt, wir werden den Campus verdoppeln einfach. Die Mitarbeitenden, die sich dann auf den Campus bewegen, werden sich verdoppeln. Aber die gute Nachricht ist, Stand heute gehen wir davon aus, dass wir alles auf dem Campus unterbringen. Bis die ersten Studierenden auf dem Campus anfangen, Medizin zu studieren, wird es allerdings noch etwas dauern. Voraussichtlich im Wintersemester 2026/27 können die Ersten ihr Studium starten. Das Staatstheater Cottbus bekommt vorübergehend einen neuen Intendanten. Der bisherige, Stefan Merki, will seinen Vertrag nicht verlängern. Er hört im Sommer nächsten Jahres auf. Deshalb übernimmt für die Spielzeit 25/26 Hasko Weber den Posten. Er ist aktuell Generalintendant der Deutschen Nationaltheater und Staatskapelle Weimar. Für Religion interessiert sich nicht jeder. Auch besuchen nicht so viele Jugendliche die Kirche. Dabei gibt es durchaus Verbindungen zwischen der Bibel und den Problemen von Jugendlichen. Dieses Thema ergründet jetzt eine neue Ausstellung im Lausitzpark. Wäre Eva heute Influencerin oder könnten Abraham und David Helden einer aktuellen Netflix-Serie sein? Diesen und vielen anderen Fragen widmet sich die aktuelle Posterausstellung des Lausitzparks Bible Meets Pop. Die Ausstellung spielt mit popkulturellen Bezügen, zitiert aus Social Media und Film und verbindet dabei biblische Geschichten mit aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten. Ja, wir machen ja ganz, ganz viele Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen unseres Lebens und wir fanden es wirklich ganz, ganz spannend, einfach mal eine moderne Ausstellung zu machen zum Thema Kirche gerade. Wir haben jetzt ja in Cottbus am Wochenende den Tag der offenen Kirche und die Nacht der offenen Kirchen und das ist ja durchaus auch mal spannend, auch solche Themen einfach zu bringen, weil die Ausstellung am Ende des Tages ja die zeitgenössische, unsere Gesellschaft sozusagen verbindet in die Kirche oder in die Bibelgeschichte. Die Ausstellung zeigt allerdings nicht nur Bilder, sondern stellt auch Begleitmaterial in Form von kurzen Texten, Videos und Interviews rund um die gezeigten Themen und Personen bereit, die ganz einfach über einen QR-Code abrufbar sind. So kann frei entschieden werden, ob man sich nur von den Bildern begeistern lässt oder auch tiefer in den biblischen Kontext eintaucht. Also grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, dass die Bibel in allen Zeiten am Zahn der Zeit ist. Das heißt, die Menschen versucht mitzunehmen und wenn sich Veränderungen gibt, ist die Situation auch entsprechend angepasst werden. Aber die Tradition, die es sozusagen von der Kirche und von der Bibel her gibt, die muss immer miteinander versprochen werden und in jeder Zeit neu. Von daher unterstütze ich schon, dass es dieses Anliegen hier gibt und man die Möglichkeit hat, ins Gespräch zu kommen. Wer sich einmal selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 1.6. unter der Glaskuppel des Lausitzparks besuchen. Wenn man danach auf den Geschmack gekommen ist, sich doch einmal mit der Bibel und dem christlichen Glauben zu beschäftigen, kommt die Nacht der offenen Kirchen in Cottbus am Pfingstsonntag gerade recht. Da gibt es die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die auf die Nacht der offenen Kirchen präsentiert. Das wird jetzt Pfingsten sein. Und dazu kann man herzlich einladen, Kirche näher kennenzulernen, an den Abend dort einfach auch mal hineinzuschauen, die verschiedenen Kirchen und
dort einen Eindruck zu bekommen, wie ist das denn wirklich vor Ort? Ist Kirche tatsächlich so modern, wie sie hier dargestellt wird? Insgesamt 12 Kirchen öffnen ihre Türen für Interessierte und bieten unterschiedlichste Programme an. Alle Menschen sind herzlich eingeladen, sich einmal selbst ein Bild von den verschiedensten Kirchenräumen zu machen. Damit geht unsere Sendung dem Ende entgegen und es ist Zeit, ins verlängerte Pfingstwochenende zu starten. Und da gibt es in Cottbus und Umgebung wieder viel zu erleben. Beispielsweise das Reit- und Springturnier in Silo oder die Sagennacht in Burg. Die schönsten Veranstaltungen haben wir für euch auf unseren Social-Media-Kanälen zusammengetragen. Auf Insta, YouTube und TikTok gibt es außerdem viel spannende Reels zu entdecken. Also schaut doch mal rein und lasst gleich ein Abo da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt die Feiertage und am Montag dann hier für euch das Brandenburg-Journal. Wir sehen uns am Dienstag wieder, also dann wieder einschalten. Bis dahin, tschüss. Das ist echt ein Top-Talent, Thomas. Das hole ich zu uns. Glückwunsch. Starker Transfer. Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert-EM-Angeboten. Die Waschmaschine von Samsung mit Hygienedampfprogramm, perfekt für Allergiker. Und mit Eco-Bubble-Funktion. Schonend, gründlich und effizient waschen. Für nur 444 Euro. Jetzt bei Expert. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem. Bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbits. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Wissen schützt. Vom 1. bis zum 8. Juni findet in Cottbus die erste Präventionswoche statt. Ob Kriminal-, Sucht- oder Krankheitsprävention. Alle Infos und Termine unter cottbus.de. Wir gemeinsam für mehr Sicherheit. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostseesportspiele 2024.
Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Richtig,